Hey, ciao zusammen, herzlich willkommen zurück bei Zack McCracken, dem Spiel, wo wir jetzt teilweise auf der Erde sind und teilweise da auf dem Mars. Und ich habe noch keine Ahnung, was wir da auf dem Mars sollen machen. Aber ich bin sicher, das finden wir auch miteinander raus. Wir haben im Moment die Möglichkeit, zwischen diesen vier Personen auszuwählen und ich weiss ehrlich gesagt nicht, respektive habe keine Ahnung, wie das wir jetzt am geschicktesten wollen, weitermachen. Ich denke, wir gehen wieder zu unserer Hauptfigur, zum Zack aber, auf der Erde, bevor wir uns da mit der Studentin auf dem Mars ein bisschen weiter umschauen. Ich glaube, da haben wir schon... Die Schädel können wir nicht mitnehmen, das haben wir schon aus... Die Lampe haben wir schon gemacht, schalten wir wieder ein... Was haben wir denn eigentlich noch für Möglichkeiten? Außer natürlich mal wieder ein. Gassenhauer rauszuhauen. Schauen wir mal. Vielleicht hat jetzt schon ein Laden offen, wo wir neu etwas können. Kommen wir nicht dran. Lies. Vorübergehend geschlossen. Okay, das ist also immer noch. Ich glaube, vielleicht können wir ja, ich keine Ahnung, also vielleicht können wir in der Wohnung irgendetwas Neues machen. Ich wüsste zwar nicht was. Und vielleicht müssen wir einfach wirklich. Wieso genau haben wir unsere Brille nicht? Ich kann das nicht bewegen. Du musst sie nicht bewegen, du musst sie an. Zieh an. Aus dem Brille. So. Vielleicht können wir da. Eben, da können wir ja immer noch hindern zu dem Raum. Ich weiß es nicht. Hallo! Ich weiß es nicht, ob wir vielleicht da hinten etwas mitmachen. Dum, di, dum, di, dum, di. Da mal auf die und der Schrank. Das ist leer. Wo ist eigentlich der andere von diesen zwei? On and on. Weiß nicht, vielleicht. Was auch immer das jetzt bedeutet. Oh, ich fühle mich richtig dumm. Ja, ich mich auch. Ich habe. War das? Wahrscheinlich nur mein Bruder hinten, ja. Dumm, dumm, dumm. Er ist definitiv zu lange an der Maschine gewesen. Also wir haben jetzt irgendwie die Maschine, würde ich sagen, umgekehrt. Was ich komisch finde, vorher hat es ja geheißen, ja, die Maschine macht irgendwie dumm. Und jetzt fühlt er sich aber dumm, nachdem er den Schalter umgelegt hat. Also, ich bin echt noch unschlüssig, ob das jetzt schlau war. Bis bald! Der Metzger, respektive der Bäcker, der stört mich gescheiter nicht. Da ist immer noch alles. Weißt du was? Ich glaube, wir wechseln mal auf sie. Auf die Annie. Kannst du dir jetzt die Schädel mitnehmen? Nein. Der ist sehr zerbrechlich. Ja, das glaube ich. Tischunterlage, das ist eben die, können wir die mitnehmen wenigstens. Ah, nimm Unterlage, okay, ich gebe es auf. Vielleicht können wir ja mit ihr, wir haben jetzt auch eine Cashcard, wie viel Geld haben wir drauf, vielleicht können wir da 5400, vielleicht können wir mit ihr, was passiert denn, wenn wir mit ihr zu denen? Können wir jetzt mal abchecken, ob wir auch mit ihr in den Raum hinterher kommen. Komm mal schauen. Sie hat so einen geilen Gang drauf. Dum-d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 um. Öffne, da. Was passiert, wenn wir da reingehen? Hoi! Sie dürfen hier nicht rein, ja, okay. Also, sie dürfen nicht rein, er schon. Ich vermute mal, das liegt daran, dass er auch so schöne Brille und einen Hut hat.
Was machen wir denn mit ihr? Bespart! Was machen wir mit ihr? Ich will nicht stören, es ist geschlossen. Ja, sie ist doch eh vernünftiger als er. Eigentlich könnten wir mit ihr am Flughafen, aber ich vermute schon, uns fehlt etwas zum da den, den Busfahrer wecken. Das heisst, dass wir jetzt wahrscheinlich mit ihm müssen ihre Tröte bringen. Das tönt falsch, aber es trifft ziemlich das, was ich eigentlich meine. Deep Tröte zu Annie. Das heisst, wenn man jetzt wieder auf sie wechselt. Aber wieso sollte ich mit ihr am Flughafen? Ich weiß gar nicht. Ich bin zu unmusikalisch. Okay, also das dann gib dir wieder zu ihm. Und mit ihm. Und sie wird einfach mal da stehen. Mit ihm gehen wir jetzt nochmal am Flughafen. Wir haben ja noch. Kristallscheibe, blauer Kristall. Oh, sie sind's wieder. Ja, genau. Mach auf, komm. Ja. Steigen sie ein. Benutze. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Cashcard. Mit Cashcard Laser. Mit Cashcard. Hey, will Ihre Freundin mitkommen? Ich fahre in 15 Sekunden los. Oh, ja, ja, dann nehmen wir sie mal mit. Annie, hopp. Hopp, hopp, hopp. Jetzt sieht's einfach aus, als hätte sie einen riesen Zug. Zahlen Sie nun, oder was? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Beide zahlt und auf geht's. Können wir dann eigentlich her? Lima, London, Mexico City, Miami, Seattle. Da. Wenn ich nicht so das Erbsehirn hätte, dann. Zweiköpfiges Eichhörnchen auf Amoklauf im Nordwesten. Okay, das ist ja tipptopp, aber. Wo gehen wir her? Ach komm. Warnung, Exit Visa Code wird benötigt. Haben wir so einen? Ich glaube nicht, dass wir so einen haben. Nehmen wir doch mal Miami. Sehr ja schön dort. Du kommst aber auch mit. So, benutze. Nein, drücke ich mir daneben. 305, ja, das vermögen wir schon. Und jetzt, los geht's. Ich hoffe schwer, dass sie jetzt auch dabei ist. Sie ist nicht dabei. Okay, wechsle zu Annie. Du kommst auch mit. Natürlich fliegen sie trennt, ich meine, ja, ist ja klar. Hello, my friend. Was bist du für einer? Vielleicht innen. Ein bisschen Geld für mich? Nö. Wahrscheinlich gibt uns das ja irgendetwas. Hast du ein bisschen Geld für mich? Ja, Honey. Da, benutze. Cashcard? Wahrscheinlich hat er einen Cashcard-Laser, das wäre der Hammer. Ja, ich gebe es auf. Kollege, ich habe kein Geld für dich. Lies Schild. Miami wegen Reparatur. Miami ist wegen Reparaturen geschlossen. Hä? Das tönt irgendwie verkehrt. Also, meine. Okay, das Game will nicht, dass wir da durchgehen. Dann, gehen wir nicht da durch. Was haben wir noch für andere Möglichkeiten?
soll ich echt sie mal zu dem Ort bringen, wo wir den Kristall gefunden haben, aber ich weiß auch nicht, wie es das weiterbringen. Ich gehe sonst nochmal auf den Mars. Da hocken wir im Cockpit rein. Was haben wir da? Sie hat nur den Helm, hat nicht sie. Cashcard, Sicherung. Datenkassette. Okay, mit ihr gehen wir jetzt mal raus. Rechts durch, das sind wir schon. Geht zu Riesengesicht. Das hat uns ja eben noch nicht viel weitergebracht. Es hat drei Knöpfe. Ich komme nicht dran. Ich glaube, da können wir noch nicht. Vielleicht, wenn es dann das zweite sind, kommt sie an den obersten Knopf. Aber ich wüsste nicht, in welcher Reihenfolge oder was, welche Bedeutung. Also gehen wir zuerst mal da über. Ich glaube nämlich, die Sicherung, die können wir da nicht einsetzen. Gehen wir mal da rein. Benutze Sicherung mit Metallplatte. Das klappt so nicht. Oh, wäre ja zu schön gewesen. Geh zu Lampe, Schild. Was ist da schon wieder drauf gestanden? Sei kein Weltraumtadel, trage immer deinen Weltraumanzug. Das machen wir ja. Benutze. Das geht immer noch nicht. Wo können wir die Sicherung einsetzen? Benutze Knopf. Scheint kaputt zu sein. Also es ist so im Weltraum ja alles kaputt. Können wir dann da irgendetwas sonst machen? Metallplatte, irgendetwas muss doch mit der Metallplatte sein. Das klappt so nicht. Benutze, ich probiere es nochmal, ich drücke hin und wieder mal daneben. Das klappt so nicht. Haben wir da sonst noch irgendetwas? Nein. Gehen wir wieder raus, auf den Mars. Geh zu Sand, das geht ja auch noch nicht. Geh zu Monolith, vielleicht können wir da etwas. Mars-Verkehrsverbund, eine Fahrt, $100. Benutzen wir doch mal Cashcard mit Schlitz. Eine Münze. Nimmt Münze, hat sie genommen, gut. Können wir dann jetzt da einsteigen? Jetzt nimmt es mir wunder, was passiert. Steig ein. Öffne. Scheint nicht aufzugehen. Stehe ich mich jetzt gerade so doof an oder komme ich jetzt einfach wirklich nicht nachher? Mausverkehrsverbund, eine Fahrt $100, das haben wir ja gezahlt. Benutze. Münze mit Bahn. Meine Münze wird wieder ausgespuckt. Vielleicht ist es ja einfacher, als ich vermute. Und wir müssen einfach benutze Bahn mit Sicherung. Das klappt so nicht. Benutze Sicherung mit Schlitz. Das klappt auch nicht. Eieiei. Jetzt macht es mir aber fertig. Ich komme nicht dran. Ändern können wir auch nicht. Was hat es denn mit dem Sand auf sich? Benutze. Knopf. Immer noch kaputt. Was machen wir mit dieser Münze? Ich denke schon, dass die ist, dass wir rumfahren können. Mit der Bahn, aber. Aha! Okay, sieht nach einem Sicherungskasten aus. Wieso auch immer, dass wir mit der Münze jetzt können den Sicherungskasten auftun. Hauptsache es funktioniert. Benutze Sicherung mit Sicherungskasten. Die ausgebrannte Sicherung steckt drin. Ja gut, dann nimm ausgebrannte Sicherung. Sehr viel einfach so zu Staub. Ja, wie wir alle irgendwann mal. Benutze Sicherung mit Sicherungskasten. Das sollte helfen, aber so etwas von. Schließe Sicherungskasten. Zack. So, jetzt geht's doch los. Benutze Knopf. Und das Licht geht an. Oh nein! Jetzt ist hier keine Luft mehr. Bitte waschen.
Ja, dann gehen wir raus. Dann gehen wir gleich da rein. Stirbt sie dann? Nicht sterben. Für das, dass keine Luft mehr ist. Sie hat ja da so ein Sauerstoff-Dings. Geh zu Bettdecke, nimm Bettdecke. Ich weiß nicht, was unter der Decke ist, aber ich glaube, ich riskiere einen Blick. Genau, benutze Bettdecke. Das klappt so nicht. Nimm Bettdecke. Ich weiß nicht, ja, genau. Zieh Bettdecke. Nimm Bett. Benutze Bett. Oh, jetzt ist gegangen. Ich bin nicht müde. Besenwesen. Es ist ein totes Alienwesen. Das Besenwesen. Ist nicht ernst. Besenwesen. Das ist einfach ein Basel mit Augen. Nimm Besenwesen. Na, tu ich halt so, als sei es ein Besen. Es ist ein Basel. Als Alien in Form von einem Basen. Nein, wie geil. Ich meine, wie oft hast du schon im Ausgang gesagt, lackisch das ein Basen, aber das ist jetzt wirklich ein Basen. Benutze Schrank. Das klappt so nicht. Natürlich nicht benutze, sondern öffne Schrank. Der lässt sich nicht öffnen. Benutze Besenwesen. Das ist schon klar gewesen, dass das nicht funktioniert, aber ich finde es auf der Hammer. Aber immer. Haben wir dann jetzt, wenn wir den Sauerstoff abgezogen haben, das Besenwesen tötet? Das wäre ja voll fies. Benutze Bett. Ich bin nicht müde. Ja, okay. Ja, jetzt muss ich einfach hier umdrücken. Benutze Leiter. Nein, nimm. Die brauchen wir natürlich nachher. Und einfach gerade verschwunden im Hosensack von unserem Raumanzug. Sehr geil. Für was brauchen wir das Besenwesen? Haben wir da so schnell etwas näher? Bett. Schrank. Wieso ist denn auch das Besenwesen im. Mit dem Bett? Wie können wir das auftun? Leiter. Münze, vielleicht können wir nochmal mit der Münze. Das klappt so nicht, leider, okay. Lies Besenwesen. Das ist nichts zu lesen, ja. Weiß ja nie. Wie sieht's da aus? So, geht's Knopf, benutze Knopf. Aha, okay, vielleicht hätten wir. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht hätten wir zuerst sollen. Zutun. Also, ich komme noch nicht ganz nah, was das mit dem, hier ist keine Luft mehr, zu tun gehabt. Ich soll die Taste noch rausziehen. Oh nein, jetzt ist hier keine Luft mehr, schon wieder, aber das spielt ja keinen Rubel, für uns ist ja... Oh oh, bitte macht's Besenwesen. Nein, bitte Sound. Hätte man das Besenwesen lebendig gebraucht? Das wäre nicht gut. Der Knopf, da geht wirklich gar nichts. Wenn wir dann... Also was mich traurig stimmt, ist, nachdem ich schon den Goldfisch gekillt habe, habe ich jetzt auch noch das Besenwesen gekillt, was auch immer das ist. Tut mir voll sorry. Benutze Besenwesen mit Sand. Ist nicht ernst. Nach einer Weile, emsigen Fegens. Das sieht wie Solarzellen aus. Ah, jetzt fort vielleicht auch das Ding wieder. Der Zug. Oder was... Das mit. Was machen wir eigentlich? Respektiv, was genau? Razor and the Scummets, größter Hit. In the Glob or the Krell. Oder in der Glob oder Krell, je nachdem. Steig ein. Steig ein, geht's gar nicht. Benutze Bahn. Öffne Bahn. Es scheint nicht aufzugehen, immer noch nicht. Was sieht doch da schon so offen aus? Kommt einfach rein. Gib Bahn. Nein.
Geht zu Bahn. Können wir dann. Nehmen wir, danke, das ist zu gross. Klar, ich tue sie in meine Tasche. Ja, du hast vorher gerade ein Besen in deine Tasche da, neben der Leiter. Und jetzt wird sie mir sagen, du kannst nicht so kleine Solarzellen da mitnehmen. Nimm. Klar, ich tue sie in meine Tasche. Sorry, Star, gell? Also komm, tun wir schnell die Leiter dort her, wo ich sie vermute. Die andere Frage ist, was macht unsere Kollegin eigentlich? Bräuchte ich echt sie? Oder kann ich das jetzt irgendwie mit ihr? Ich habe keine Ahnung, benutze. Leiter mit Knopf. Das habe ich nicht will. Benutze Leiter mit Wand. Mit Tür. Okay. Okay. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine Ahnung. Scheint nicht richtig zu sein. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Was? Sicher geht das. Benutze Knopf. Zack. Benutze Knopf. Vielleicht ist die andere richtig. Zurück Knopf. Nichts passiert. Können wir dann da noch weiter rechts? Nein. Da können wir auch am Boden nicht. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Können wir uns dann mit der Kollegin unterhalten vielleicht? Da haben wir da innen noch etwas. Benutze Radio? Nein, einfach schalt ein. Funktioniert nicht. Geh zu Handschuhfach, nein, das will ich auch nicht. Geh zu Recorder, benutze Datkassette mit Recorder, ja. So. Jetzt Play. Schalt ein. Hui, auf ein scharfer Sound. Razer ist absolut gut drauf. Alles andere ist dagegen Lärmschrott. Ja, das denke ich auch am Morgen, wenn ich einen Zug hocke, kann sich Leute so Zug ziehen. Und so laut, dass natürlich den ganzen Zug gehört, aber das geben wir uns jetzt noch schnell. Dum, bam, bam, dum. Ja, okay. Das ist jetzt relativ gut gewesen. Aber schalt ein, jetzt wollen wir doch noch Aufnahme machen. Es will nicht aufnehmen. Okay, nimm. Können wir den ganzen Recorder mitnehmen? Ohne mich. Melissa würde mich umbringen. Wechsle. Melissa. Nimm. Recorder. So. Jetzt haben wir Musik. Nur für was brauchen wir Musik? Dass wir mit dem mitgenommen haben. Oh Mann, ich bin echt überfragt gerade. Geh zu Anzeigen, lies Anzeigen, alle stehen auf Null. Ist das gut, ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Was ist denn, wenn man mit ihr mal dahinter gönnt? Geh zu Riesengesicht. Benutze. Das klappt so nicht. Mal rum. Benutze Tür mit Knopf. Nein, das will ich nicht. Benutze. Oder warte mal. Drück. Knopf. Starten wir mal von innen. Drück. Knopf. Drück. Knopf. Auch nicht. Okay. Drück. Knopf. Drück. Knopf. Jim. Knopf. Drück. Jetzt noch der Mittler. Okay. Ich bin gebacht. Ja. Ich weiß es nicht. Können wir dann das irgendwie am Boden rausfinden? Gibt es jetzt da irgendwie einen Hinweis? Benutze. Kairo, Ägypten gibt es auch noch. Wo kommen wir denn da überall her? Bermuda-Dreieck.
Das Ticket kostet $99. War ja, Exit Visa Code wird benötigt. Den haben wir sicher. Den haben wir sicher. Das Flugzeug ist gerade nicht da. Ja. Okay. Hast ein bisschen Geld vermischt? Nein, hab ich nicht, Kollege. Ich weiß nicht, wie weiter. Ich muss einfach drauf losprobieren. Aber drauf losprobieren tun wir in der nächsten Folge. Hey, merci, sind ihr dabei gewesen. Ist lustig, auch wenn man nicht so recht weiss, wo durch. Ich hoffe, wir sind das nächste Mal wieder dabei. Bleibt sauber, macht keinen Scheiß. Und ciao zusammen.